So, und damit wieder herzlich willkommen hier zurück zu Port Royal. So, wir werden mal schauen, dass wir unser Vermögen ein bisschen aufwerten, denn wir wollen uns in der heutigen Folge eigentlich unser nächstes Schiff kaufen. Und da fehlt tatsächlich nicht mehr so viel. Wir könnten es rein theoretisch jetzt schon machen. Problem ist halt, das Schiff kostet 40.000. Und dann hätten wir aktuell noch 14.000 über. Das ist halt ein bisschen wenig Kapital. Da wir mit dem nächsten Schiff, was wir uns kaufen, unseren Laderaum einfach mal veranderthalbfachen. Also sprich, wir haben dann anstelle von 200 Fass Laderaum dann schon 500. Dementsprechend brauchen wir halt auch mehr Kapital, um mehr Waren kaufen zu können. So. Schauen wir mal, wo sind wir hier gerade? Ah ja, genau. So, hier ist eine Gouverneursstadt. Da dürfte mal wieder ein bisschen mehr loswerden. Hier ist auch gerade eine Hungersnot. Können wir direkt mal schauen. Oh, der Gouverneur hat tatsächlich einen Auftrag. Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Problem ist natürlich, wir haben so viel Zucker, glaube ich, gar nicht. Gouverneur spricht noch nicht mit uns, okay. Bootsmann. Sollen wir mal schauen. Zucker haben wir gar nicht. Ah, können wir gut, dass wir den Auftrag nicht angenommen haben. So, aber wir werden eine ganze Menge unserer anderen Waren erstmal los. Das ist natürlich sehr erfreulich. So, gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr an Waren kaufen, die hier gerade haben. Die haben halt noch massiv viel Obst gerade bei uns. So. Müssen wir halt schauen, dass wir als nächstes dementsprechend mal unser Obst irgendwo loswerden. So, was haben die hier an Schiffen zur Auswahl? Schaluppe und eine Pinasse. Beides nicht gerade das, was wir hier brauchen können. So, wie viel braucht man noch? Knapp nochmal so viel, wie wir jetzt gerade haben. Also bei knapp 100.000 kriegen wir den nächsten Rang dann schon wieder tatsächlich. So. So, Martinique. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Region, wo so die Urlaubsziele für heutzutage sind. Martinique und Barbados und so weiter. So. Ich mag halt dieses Strandflair einfach. Dieses kristallklare Wasser und dann diese weißen Sandstrände. Das ist halt cool. So. Hier werden wir unsere Ziegel schon mal los. Und ein bisschen was an Mais. Brot können wir auch ein bisschen. Oh, Brot werden wir komplett los. Das ist gut. Dafür werden wir ein bisschen Kakao mitnehmen und ein paar Eisenbahnen. Guten alten Hanf nehmen wir natürlich auch mit. So. Ja, gut, ich würde sagen, wir nehmen trotzdem. Ja, gut, wir können eh nicht mehr so viel mitnehmen. War jetzt weniger als ich dachte. Wir haben tatsächlich bloß noch vier Fässer Platz gehabt. So, 60.000 haben wir jetzt noch. Beziehungsweise schon wieder. Jetzt haben wir, obwohl wir so viel Waren noch gekauft haben, trotzdem ganz schön Plus gemacht gerade. So. Können wir uns ja mal so ein bisschen umgucken. Hier ist aber so eine coole Piratenbucht, ne? Wenn man das so sieht, hier könnte man ungesehen anlegen, um die Stadt quasi eigentlich von hinten anzugreifen. So. Was haben wir hier? Kakaoplantage. Und eine Obstfarm. Cool. Wie sauber und ordentlich zu der Zeit hier alles noch ist, muss man echt staunen. So. Schauen wir mal, dass wir unser Laderaum immer so effektiv wie möglich aktuell noch nutzen. Das war natürlich jetzt gerade praktisch, denn für Kakao beispielsweise brauchen die halt immer Metallwaren zum Herstellen. Dementsprechend haben wir da natürlich gerade wieder ein gutes Geschäft gemacht. So, Ja, wobei wir werden ruhig ein bisschen Obst mitnehmen.
Wir müssen zwar mittlerweile ein bisschen darauf achten, dass wir es wieder loswerden. Aber das werden wir schon irgendwo loswerden. Ah, genau. In Santa Lucia wird das nämlich gerade gebraucht. Oh, gut, dass wir jetzt so viel Obst haben. Ich hoffe mal, das Angebot ist noch aktuell. Ja, sehr schön. Ja, immerhin 80 Tonnen. 80 Tonnen Obst. Haben wir einen ganz guten Gewinn gemacht. Über 7000 Gold. Kann man gar nicht meckern. So. Dann wir gleich noch mal ein paar Seile kaufen und ein bisschen Kakao. So. Vielleicht nebenbei erwähnt, falls der eine oder andere das Spiel vielleicht schon interessant findet, das Spiel gibt es immer mal auf Steam so für, ich glaube, 3 oder 4 Euro sogar ganz im Blau bloß. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade wer so ein bisschen auf Handelssimulationen steht oder so ein bisschen das Piratenflair mag, das Spiel bietet halt einfach mal beides. Und auch noch einen Bauaspekt, also es ist auch noch Städtebau mit drinne. Da kommen wir dann auch noch mal hin, wenn unsere Finanzen das zulassen. Dementsprechend vielleicht ein kleiner Geheimtipp für den einen oder anderen. So. Wir werden tatsächlich das Ganze mal öfter machen. Ich werde immer mal so ein paar, auch ein paar ältere Spiele mal let's playen. Einfach weil ich finde, dass die es nach wie vor verdient haben. Das sind nach wie vor Spiele, die man ganz gerne mal spielen kann. Wo man halt auch nicht durchgängig das spielen muss. Man kann halt immer mal eine Pause zwischendurch machen und dann einfach mal irgendwann weiterspielen. Das Spiel hat tatsächlich auch eine Kampagne. Ich war tatsächlich erst am Überlegen, ob wir die Kampagne spielen, weil in der Kampagne eigentlich auch das reguläre Tutorial für das Spiel mit drin ist. Aber tatsächlich ist das Tutorial halt so ein bisschen teilweise halt auch vorgegeben, logischerweise. Man startet halt dementsprechend beispielsweise beim Tutorial auf spanischer Seite. Und da ich mir das ganz gerne von vornherein ein bisschen aussuche, habe ich mir gedacht, fangen wir einfach mal an mit einem freien Spiel. Weil das, denke ich mal, auch das ist, was die meisten von euch, wer sich das wirklich holen sollte, auch spielen wird. Da sitzt man dann tatsächlich auch am längsten dran. Muss man sozusagen. Oh, das Treibgut. Das werden wir uns gleich mal holen, aber vorher müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. 38 Eisen. Haben wir so viel? Nee, haben wir nicht. Wäre natürlich jetzt praktisch, wenn wir so viel wie möglich erstmal an Waren loswerden. So. Unsere Warenlager stehen jederzeit zum Handeln bereit. Genau. Werden wir nämlich erstmal kurz schauen. Wir fahren mal kurz in die Stadt noch. Wir machen unseren Lagerraum erstmal leer und gucken dann erstmal, wie viel wir bei dem Treibgut kriegen. Ich biete euch folgenden Auftrag an. 14 mal Zucker haben wir, glaube ich, auch keinen mehr. Nee. So, hier haben wir nochmal 9 Seile. So. Was haben wir denn noch so viel an Bord? Ah, Kakao, okay. Schauen wir uns nämlich schnell mal bei dem Treibgut um. Es gibt tatsächlich immer mal... Oh, das war ein Schatz. Okay, das waren gar keine Waren. Es gibt tatsächlich immer mal random Gegenstände, die überall rumliegen. Es gibt sowohl Items, die man einsammeln kann. Beispielsweise ein besonderes Fernglas oder... einen goldenen Kompass oder solche Sachen, das sind mal Gegenstände, die man auch mal durch eine Schatzkarte finden kann. Die verbessern so ein bisschen die Attribute des Captains nochmal. Also beispielsweise höheren Sichtradius, das Schiff segelt ein bisschen schneller, die Kanonen machen ein bisschen mehr Schaden. So eine Sachen. Und man findet teilweise auch mal Schatzkartenteile in Flaschenpost. Zum anderen kriegt man dann Schatzkartenteile auch mal durch Aufträge. Beispielsweise wie hier, wenn wir einen Auftrag annehmen würden. Ihr könnt Nein, den etwas brauchen wir nicht.
Oder in der Kneipe. In der Kneipe sitzen halt manchmal auch Leute, die für Geld ein Kartenstück verkaufen. Und ja, die muss man sich zusammenkaufen. Sind halt, glaube ich, immer 9 Stück insgesamt. Und ja, wenn man Glück hat, hat man halt relativ schnell genügend Kartenteile zusammen, dass man ein bisschen erkennen könnte, wo es ist. Ist halt immer irgendwo eine Insel markiert oder so, die man dann auf der Karte immer suchen muss. Und wenn man ein geschultes Auge dafür hat, findet man das relativ schnell. Oh, gibt's aber viele Seile gerade. Können wir tatsächlich mal ein paar mitnehmen. Kakao werden wir tatsächlich auch mal immer mitnehmen, denn Kakao werden wir tatsächlich in den Kolonialstädten eigentlich ganz gut los. Dementsprechend macht das immer Sinn. So. Werden wir uns erstmal in den Süden begeben, wobei wir gucken hier nochmal ganz kurz. Hier im Süden ist nämlich auch noch eine Stadt, die ganz gerne immer mal vergessen wird. So, hier haben wir einen Gast. Was hat der Schönes? Ah, okay, und da ist er auch weg. Also diese Lehrer und so weiter, die sind tatsächlich immer nur zeitgebunden da. Die verschwinden ganz gerne mal immer schnell wieder. So. Seile brauchen wir nicht alle. Okay, dann gucken wir mal, dass wir so viel wie möglich 10. Okay. So, hier wollen wir noch ein bisschen Kleidung mitnehmen. Was haben wir noch? Ja gut, Holz können wir noch ein bisschen mitnehmen. Ach, verdammt. Ich biete euch folgenden Auftrag an. 14. Das ist jetzt blöd. Da hätten wir gerade ein gutes Geschäft noch extra machen können. Naja, ist egal. Vielleicht haben wir Glück und kriegen hier nochmal Zucker. Vielleicht haben wir hier Glück. Hier ist nochmal ein Auftrag. Ich habe folgende Aufgabe für euch. Okay. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier Zucker kriegen. Ich kann die Sichtweite eurer Konvois vergrößern. Für 8000. Das wäre ein bisschen dolle viel gerade. So, was haben wir hier? Ah, genau. Das Schiff wollen wir nämlich als nächstes haben. So. Wir könnten überlegen. Ich würde fast sagen, das machen wir jetzt mal schon. Wir gönnen uns mal eine Flotte. Ja, kommt, das werden wir mal machen. 40.000. Ein Schiff im Hafen, das nicht zu einem Konvoi gehört. Um dieses auf die Reise zu schicken, musst du es entweder einem Konvoi hinzufügen oder aber aus dem Schiff einen neuen Konvoi bilden. Ja. Das machen wir, wie gesagt, über den Leuchtturm. So. Ich bin am Überlegen, ob wir das Kleine verkaufen. Eigentlich brauchen wir es nicht. Und das kostet uns halt pro Woche 100 Unterhalt. Also von daher, ja, verkaufen wir das mal, denn das gibt uns nochmal knappe 8000. So. Denn wir brauchen nämlich bloß das Schiff. Wir haben halt jetzt einfach mal 500 Laderaum, also so schnell sollten wir das eigentlich jetzt nicht alle kriegen. Beziehungsweise voll kriegen. Da passt jetzt erstmal eine ganze Menge rein. So. Jetzt können wir nämlich erstmal die ganz großen Geschäfte angehen. Jetzt können wir unseren Laderaum vollknallen bis oben hin, soweit wie es geht. So, je nachdem natürlich, wie die Angebote sind, wie wir gerade sehen. So, Besatzung werden wir auch nochmal ein paar extra mitnehmen. Müssten natürlich schauen. Naja, wobei wir sind momentan noch nicht in Kämpfen, also brauchen wir es eigentlich auch nicht. Wie man hier eindrucksvoll sieht, das Ding ist schon ein bisschen besser verteidigt. Die Garnison ist tatsächlich schon ein bisschen größer. So. Wir werden mal was für unser Seelenheil tun. So. Wir beten mal für gute Geschäfte. So, hier kann man halt auch noch Sachen. Auch ein kleines Fest steigert die Zufriedenheit der Bürger. Er sagt genau das, was ich gerade erklären wollte, genau. Man muss halt ein paar Waren abgeben und dementsprechend, ja, ne? Sowohl die Zufriedenheit der Bevölkerung steigt, als auch unsere Zustimmung. Hier ist noch das Ganze mal groß. Waren für das nächste Fest spenden?
Also ähnlich sieht es tatsächlich auch aus, wenn man heiratet. Wenn man heiratet, muss man halt auch ein großes Fest abhalten, wo man entsprechend viele Waren für braucht. So. So, da haben wir unser Ziel für die heutige Folge quasi auf jeden Fall schon mal erreicht. Oh, wir haben hier unten tatsächlich vergessen hinzusegeln. Wie man sieht, die Stadt liegt so außerhalb, dass man hier ganz gerne die Stadt übersieht. Und daher... Ihr könnt etwas so. Für meine Stadt erledigen. Haben wir leider nicht. Hier ist dann übrigens der Baumeister. Wenn man jetzt genügend Zustimmung hätte, könnte man hier beispielsweise jetzt ein Lagerhaus bauen. Und das eröffnet einen dann so ein bisschen den Einstieg, um auch hier Betriebe bauen zu dürfen. So, schauen wir mal. Das können wir ganz gut verkaufen. So. Brote werden wir alle los. Sehr schön. Scheint schon etwas länger keiner mehr gewesen zu sein, habe ich das Gefühl. Es sind relativ viele Waren, die wir gerade einladen können. Boah, können wir unser Schiff sogar mal komplett voll machen. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, Leute. So, schauen wir nämlich gleich mal. Macht uns natürlich attraktiver für Piraten. Aber ich glaube, im Moment dürften noch keine aktiven Piraten großartig rumlaufen. Da haben wir im Moment also sogar noch ein bisschen Glück. Wie man sieht, die Architektur variiert tatsächlich ein bisschen von Nation zu Nation. Hier haben wir halt so ein bisschen das typische Spanische. Mit diesen Abrundungen und dem typischen Sandstein so ein bisschen auch. Und diesen roten Backsteindächern. Tatsächlich ziemlich cool gemacht. Wie gesagt, die Architektur variiert immer so ein bisschen untereinander. So. Ziegel werden wir schon mal alle los. Sehr gut. Können wir ein bisschen Kleidung mitnehmen. Jetzt können wir bald ins Nestle-Geschäft einsteigen. Jetzt haben wir so viel Kakao. Können wir den ersten Nesquik erfinden. So, hier werden wir noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. So. Puerto Santo können wir mal ein bisschen im Auge behalten. Denn wie wir sehen, so viele Einwohner haben die hier gar nicht mehr über. Die scheinen gerade ein bisschen zu wachsen, habe ich das Gefühl. Ich werde tatsächlich mal überlegen. Ist dann auch ein bisschen abhängig danach, wie das Feedback von euch wird. Ob euch Port Royal quasi gefällt, dass wir da vielleicht auch mal ein Gewinnspiel machen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht so teuer, dementsprechend lassen es meine finanziellen Möglichkeiten auch mal so ein bisschen nebenbei mal dazu, dass wir vielleicht ein Spiel mal verlosen können. Und ja, vielleicht findet sich daraufhin vielleicht auch der ein oder andere mal für eine Multiplayer-Session. Könnte man das auch mal im Multiplayer spielen? So. Hier haben wir wieder einen Gast. Was hat der Schönes? Ich kann die Sichtweite eurer Konvois vergrößern. Ist halt einfach mal wieder ein Lehrer. So, was haben wir hier? Ich biete euch folgenden Auftrag an. Ich glaube, Eisen haben wir, glaube ich, gar keine, oder? Nee. So, hier werden wir schon mal Holz los. Sehr schön. Also Kakao haben wir mittlerweile ganz schön viel, muss ich sagen. Wenn wir erstmal ein bisschen Zucker mitnehmen und ein bisschen... Naja gut, Getreide haben wir auch schon relativ viel. Müssen wir halt alles wieder irgendwo loswerden. Aber da hier gerne mal eine Hungersnot ausbricht, mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. So, werden mal wieder speichern, vorsichtshalber. So. Denn nichts ist schlimmer, wenn man mal Morgs macht und hat eine längere Zeit nicht gespeichert. Das Spiel speichert zwar automatisch auch immer, ich glaube, im Abstand von 3 Minuten oder 5 Minuten.
Aber auf die Gefahr hin, dass der letzte Autosave an so einer ungünstigen Stelle für uns ist, mache ich das lieber immer separat bzw. manuell. So, politisch ist bis jetzt alles ruhig, wie man sieht. England und Spanien haben Frieden geschlossen sogar. Aber unsere Beliebtheit nimmt halt massiv ab. Das ist nicht ganz so gut. So. Ich habe folgende Aufgabe. Tabak. Tabak haben wir natürlich keinen. Ich kann die Sichtweite eurer Konvois vergrößern. Der reist hinter uns hinterher in der Hoffnung, dass er uns was verkaufen kann. Habe ich das Gefühl. So. Tabak haben wir leider gar nicht. Kakao können wir mal ein bisschen loswerden. Auch wenn es jetzt nicht so atemberaubend viel ist, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So, hier nehmen wir ein paar Brote mit. Hier nochmal ein bisschen Hanf. So, dann war's das schon. Ich hatte ja gehofft, dass wir mal also irgendwo mal ein paar Einwohner absetzen können. So. Dann auf zur nächsten Stadt. Mal einen kleinen Umweg an der Küste langfahren. Vielleicht hat man manchmal Glück und entdeckt mal Treibgut oder sowas. Oder eine Flaschenpost. So. Wie man auch sieht, hier, die Karte ist auch wieder anders. So, der Gouverneur hat jedenfalls auch einen Auftrag. Was hat er denn? Ich biete euch folgenden Auftrag an. Puh, nee. So viel Eisen haben wir gar nicht. Wir haben, glaube ich, gar kein Eisen dabei. Ach, der hat sich gerade verabschiedet. So. Schauen wir mal. So. So. Wie man es bei mir auf dem Kanal tatsächlich gewohnt ist, werde ich eine Session von Port Royal dann immer insgesamt an einem Tag komplett hochladen. Also ich handhabe das tatsächlich anders als die meisten YouTuber. Die ja über die Woche verteilt von verschiedenen Spielen immer eine Folge pro Tag hochladen. Bei mir gibt es ein aktives Projekt, tatsächlich dann alle Folgen immer wie eine Session war, dann durchweg hintereinander weg. Dass ihr quasi nicht immer erst tagelang warten müsst, bis mal die nächste Folge kommt. Da ich, wie gesagt, nebenbei die Woche immer auch recht viele Stunden abends streame, muss ich halt die Woche immer so ein bisschen aufteilen. Auf einen Tag, wo ich für YouTube ein bisschen was mache und Tage, wo ich dann quasi für Twitch dann dementsprechend dann streame. Deshalb nicht wundern, wenn dann regelmäßig quasi die Folgen direkt hintereinander kommen. So. Ich denke, ich finde persönlich das eigentlich auch angenehmer, weil wie gesagt, dann kann man sich das ein bisschen besser einteilen. Man weiß, okay, so und so viele Folgen sind jetzt mit einmal da. Und wenn man die Zeit hat, kann man die dann alle direkt gucken und kann sich dann quasi auf den nächsten Stream-Tag freuen, wenn dann mal wieder neue Folgen kommen und kann die anderen Tage dann anderweitig verwenden. Und muss quasi an einem Tag dann nicht immer warten, wann denn mal die nächste Folge kommt. So. So, hier ist auch wieder jemand, aber es sieht wieder nach einem Lehrer aus. Ich ja. Bin ein Meister der Enterkämpfe und Stadtangriffe. Wäre halt für unsere Zwecke gar nicht so schlecht, aber momentan halt einfach mal ziemlich teuer. So. Wir müssten halt mal ein bisschen was von den Sachen loswerden, wo wir extrem viel von haben. Das wäre halt mal gut. Gucken, ob das immer noch so günstig ist. Ich bin ein Meister der Enterkämpfe und Stadtangriffe. Das investieren wir mal schon. Ist zwar nur 2%, mag im Moment nicht viel sein, aber wenn wir das erstmal von 5 von 5 haben, ist das dann doch schon einiges.
So. Werden uns erstmal ein bisschen mit den Waren eindecken, wo wir noch nicht so viel von haben. Denn sonst haben wir nachher irgendwann mal das Problem, dass wir nachher nur noch die Waren da haben, wo wir schon einen überquellenden Laderaum haben. Und haben nachher keinen Platz mehr für andere Sachen. So. Jetzt würde tatsächlich meine Hungersnot ganz gelegen kommen. Könnten wir unser Getreide nämlich extrem teuer mal verkaufen. So. So eine Hungersnot wäre mal nicht schlecht. Auch wenn es garstig klingen mag, aber... Ich habe folgende 19. Aufgabe für euch. Haben leider keinen Zucker bei uns. Aber Getreide wären wir schon mal einigermaßen gut los. So. Getreide haben wir schon mal ein bisschen was verkauft. Sehr schön. So, Kakao produzieren die selber. Das heißt, da werden wir keine Geschäfte machen können. Ein bisschen was an Fleisch kann man verkaufen. So viel kann ich schon verraten. Die Stadt, wo wir gerade sind, das wird später mal unsere Hauptstadt. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wenn man ein neues Spiel anfängt, eine historische Karte zu nehmen. Auf der spielen wir gerade. Da haben die Städte eine feste Auswahl an Waren, die herstellen. Und dann gibt es noch mal die Möglichkeit, die Waren per Zufall auf die Städte zu verteilen. Das heißt, in der Theorie, wenn man jetzt 10 verschiedene Spiele anfangen würde, mit zufälliger Verteilung, hätten die Städte jeweils 10-mal komplett unterschiedliches Angebot. Aber da ich persönlich das ganz gerne immer so ein bisschen erfahrungsgemäß habe und dann auch entsprechend weiß, wo ich was loswerde, haben wir das tatsächlich heute mal auf historischen Einstellungen gelassen. So. Und so viel vorweg vielleicht schon mal, warum wir uns die Stadt aussuchen. Wir haben in dieser Stadt halt nur Waren, wo wir keine Rohstoffe für brauchen, wenn wir die herstellen. Wir produzieren in dieser Stadt dann tatsächlich nur Rohstoffe. Also Holz, Ziegel, Mais, Kakao und Fleisch. Ich meine, gut, Kakao bräuchte man rein theoretisch Rohmaterial, da bräuchte man Werkzeuge für. Aber, für den Rest bräuchte man es rein theoretisch nicht. Und Baumaterial produzieren wir dann selber und die brauchen wir in Massen, einfach mal nur, wirklich in Massen, wenn wir die Stadt nachher aufbauen. Von daher ist es vorteilhaft, wenn man die selber herstellt. Und Mais ist der Rohstoff nachher für die Schweineproduktion für Fleisch. Und daher haben wir eine Handelskette, auch eine Produktionskette komplett in einer Stadt. Ist dann quasi auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. So, hier können wir auch schon mal im Auge behalten. Die werden demnächst auch mal wieder wachsen. Dementsprechend können wir hier vielleicht irgendwann mal unsere Bürger loswerden. Wäre ganz praktisch. So, dann werden wir uns nochmal nach Koro bewegen. So, dann schauen wir hier nochmal. Gouverneur hat auch einen Auftrag. Ich habe folgende Seile. Für euch. Seile haben wir natürlich nicht. So, hier können wir noch ein bisschen Holz los. Gucken, was wir noch so loswerden können. Unser Fleisch. Bisschen was an Klamotten können wir kaufen. Müssen halt unbedingt sehen, dass wir mal einen gewinnbringenden Abnehmer für unseren Kakao finden. So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Da werden wir mal gucken, dass wir riesen Reibach mit unserem leckeren Kakao machen. Und ja, vielleicht können wir uns dann demnächst dann schon mal das zweite Schiff leisten. Beziehungsweise vielleicht werden wir auch direkt mal anfangen, uns als Großgrundbesitzer zu etablieren und unsere ersten Betriebe mal quasi aufbauen. Also, gespannt sein, bis zur nächsten Folge und dann ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.